Ein kurioser Unfall ereignete sich in Echte. An der Hauptstraße, Ecke Lindenstraße, hat sich ein Lastwagen während des Entladens von Getränkekisten in Bewegung gesetzt. Das Fahrzeug rollte die abschüssige Straße 30 Meter weit herunter, ehe es gegen die Hauswand einer Pizzeria krachte. Durch den Aufprall stürzten zahlreiche Getränkekisten auf den Asphalt. Der 56 Jahre alte Fahrer konnte sich gerade noch mit einem Sprung von der Rampe seines Wagens retten. An dem Gebäude zeichnet sich ein erheblicher Schaden von mehreren 10.000 Euro ab. Neben zahlreichen Rissen wurde im Inneren auch ein größeres Mauerstück herausgebrochen. Die Unfallursache ist bisher noch nicht geklärt. Die Polizei vermutet entweder einen technischen Defekt oder eine nicht angezogene Handbremse als Ursache für den Unfall.